Wir begrüßen Sie bei Retter Zylinderkopftechnik. Vor uns ein Seat. Da steht der Martin. Und der Seat ist bei uns, weil der hat von Oettinger ein Tuning bekommen. Da ist eine 2-Liter-Maschine drin. Jetzt soll er um die 450 PS haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn man mit dem Auto fährt, merkt man dann auch, dass hier einiges passiert ist. Haarschaftbläuel drin, Spezialkolben, Turbolader größer, Ladeluftkühler größer, Software und so weiter. Das Auto ist jetzt hier. Wir machen einen Motorcheck. Der Kunde sagt, er hätte auch schon mal beim Motorstarten ein Rasselgeräusch gehört. Der Motor insgesamt oder das Fahrzeug hat 70.000 gelaufen. Im Jahre 2020 ist wohl die Arbeit von Oettinger gemacht worden. So zumindest die Dokumentation jetzt. Die Mappe ist riesig. Was an Kosten und Arbeiten an dem Fahrzeug entstanden und schon passiert ist. Wir haben jetzt die Aufgabe, hier mal zu checken, ist mit der Steuerkette was los, und wir haben die Aufgabe dann eben zu gucken, wie ist der Motorzustand bei dem Ganzen. Und der Martin wird das begleiten. Der Thomas hat ja schon die Startaufnahme gemacht, die Sequenz vom Motorstart. Die sehen Sie jetzt. So, dann tu mal starten. Starten? Ja. So, die Aufnahmen waren also von heute Morgen. Wir haben sie jetzt hier mal mit reingeschnitten, damit man auch mal hört, wie hört sich das Ding an. Sie hören nichts. Ne? Das hat sich also recht gut angehört. Insofern müssen wir jetzt mal gucken. Wir werden dann versuchen, über VCDS auszulesen, ob wir irgendwo eine Steuerkettenlänge und sowas drin haben. Ob wir das testermäßig erfassen können, werden vielleicht das Ding sogar abstecken. Wir gucken uns die Einspritzdüsen an, weil da wollen wir wissen, ob es da Schieflagen gibt. Die sollen also auf dem Prüfstand. Warum? Eine Zündkerze ist total abgeschmolzen vor 5000 Kilometern. Das kann natürlich sein, dass falsche oder schlechte Zündkerzen drin waren. Oettinger hat den umgerüstet auf andere Zündkerzen mit entsprechend anderen Wärmewert. Im Moment sind Denso drin, IKH24, glaube ich, heißen sie. Ich habe noch nicht umgeschlüsselt, ob es von NGK oder sowas dazu entsprechende Alternativen gibt, weil das wäre unser Favorit an Hersteller, aber ich habe noch keine Rückantwort von NGK diesbezüglich, was alternativ zu dieser Denso-Kerze genommen werden kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir also eine abgeschmolzene Elektrode hatten. Darüber soll jetzt auch die Videoendoskopie Auskunft geben, ob wir hier irgendwo Schieflagen haben, ob der Zylinder dadurch beschädigt wurde. Schäden meldet der Kunde als solches nicht. Also Fahrverhalten ist unauffällig, Schub ist voll da. Insofern hoffen wir alle, dass wir da glimpflich davon gekommen sind. Jetzt geht es eben nur darum, wirklich zu belegen, ob ein Schaden vielleicht nachhaltig vorhanden ist und warum die Zündkerze da abgeschmolzen ist. Und da kann natürlich eine defekte Einspritzdüse oder eine Abmagerung des Zylinders mit reinspielen. Also Martin hat die Aufgabe dann entsprechend. So, jetzt haben wir hier die Dreierbande schon zusammen. Wir treffen uns draußen auf dem Glühwein, Leute. So, Wohlfühltemperatur hier draußen. Wohlfühltemperatur, ja. Wie viel Grad werden wir haben, Thomas? Ja, vielleicht 2 Grad, vielleicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir keinen Frost, keinen Bodenfrost. Es ist also angenehm. Der Martin fühlt sich wohl. Wir werden ein guter Ostfrontkamerad geworden. Ja. Wie alle anderen nicht. Ne? Wir werden wahrscheinlich eher im Süden im Einsatz. Ja, also Weicheier. Okay, gut. Also, Auto kommt rein. Martin, du hast deinen Arbeitsplan. Wir gehen das Ding dann eben entsprechend mal an. Machen jetzt erstmal ganz normal unseren Motorcheck. Versuchen wir die Steuerketten. Geschichte mit abzuprüfen, ob wir da Schieflagen haben. Ich glaube, wenn der Motor wirklich 2020 gemacht worden ist, dann dürfte an der Steuerkette eigentlich normal nichts sein. Der kriegt alle 10.000 Kilometer oder was Ölwechsel, also das sollte eigentlich alles recht gut sein. Gut, habe ich was vergessen? Nee, ne? Erstmal ist alles drin, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja. Ich sag mal, bis gleich.
Hier sieht man schön die Wasserflecken. Der Martin hat was entdeckt. Mhm. Ja. Das ist nur am vierten Zylinder. Ne? Ja, wir sind hier wieder am Seert, am Eruieren, wie man so schön sagt. Erstmal am Fakten sammeln und ja, Endoskopie ist jetzt dran. Ich mache mal hier ein bisschen weniger Licht, dann sehen wir da ein bisschen mehr. Und hier kann man auf Zylinder 4 Wasserflecken sehen. Und wir haben auch an der oberen Kopf gesehen. Hier, ne? Ja, da sehen wir was. Da sehen wir so richtig einen Wasserrand, sehen wir hier, ja, als wenn da Wasser drin gestanden hat auf dem Kolben in der Höhe. Und da sind wir auch so Tropfspuren, ne? Komplett, ja. Also von oben bis unten hin. Mhm. Wassertropfen. Ja, ist schon so ein bisschen was. Kühlsystem gut, haben wir auch deutlich abgedrückt. Ja? Also ist auf 1,5 bar. Genau, lassen wir jetzt auch noch über Nacht stehen, genau, um das Ganze gut zu sehen. Ja, was haben wir noch gesehen eben? Wir haben ein paar kleine Kammspuren, ein paar Laufspuren, ne? Ja. Und was noch mit bei war, das waren ja dann Risse in der Zündkerzenbohrung. Genau. Gucken, kriegst du die auch hier so nochmal mit drauf? Jetzt mal einen Moment. Ich glaube, auf Zylinder 4 hat man jetzt auch die Spuren von so leichten Einschlägen. Ne? Also, dass hier die Kerze gewesen ist, die sich da zerlegt hat, ja, würde ja auch dann mit dem Wasser im Zusammenspiel so ein bisschen was eine Logik geben. Ne? Mal gucken, ob ich da wieder eingefangen kriege. Ich habe auch Fotos auf jeden Fall gemacht. Aber sehen wir schön die Einlassventile, die Einlasskanäle, alles schön sauber. Ja, glänzt innen drin. Ja, da wir hier einen Doppel-Einspritzer haben, einmal Saugrohr, einmal direkt, haben wir durch die Saugrohr-Einspritzdüse immer auch eine Reinigung des Ansaug- oder Einlasskanals, was hier bei den Motoren dann recht von Vorteil ist. Ja, ich glaube, da konnte man auch gerade diese Einschläge hier sowas mitsehen. Ja. Ja. Die Reste noch von der Zündkerze, die abgebrannt sind, was da so dran hängt. Genau. Wir haben die Kerze leider nicht, dass wir sagen können, okay, was fehlt da jetzt alles dran? Was muss da hin? So, genau, da sehen wir ein bisschen was. Ja. So, rissmäßig kann man da auch mal was sehen, kannst du was zeigen? Von der Zündkerzenbohrung. Ja, genau. Also was wir hier haben bei den Motoren, wir haben auch einen sehr hohen Kerzendom, ja, also im Brennraum, so einen hohen Brennraumdom, wo die Kerze drin steht. Und da haben wir wirklich schon sehr gut deutlich zu sehen, Risse im Bereich des Doms, was wir so sehen konnten. Ja, ja, hier sieht man es auch gut mal drauf. Ich komme mal näher ran. Genau, hier. Ja, hier sieht man es auch deutlich, dass man hier schon wirklich 3, 4, fast 5 Gewindegänge hoch diesen Riss haben, wo er dann auch durchgast. Ne? Und das kann natürlich dann auch mit zu Abblasen an der Kerze kommen. Wir haben auch in den Kerzenbohren an der Kerze selber schon Rußablagerung, als wenn er da durchgeblasen hat. Alles in allem bestimmt nicht das, was man gerne hören möchte. Ja. Ja. Okay, so. Aber der Risse geht bestimmt mal. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewindegänge. 6 Gänge hoch, was man jetzt so zählen kann erstmal, ja. Der untere Gang unten im Kopf direkt, der sieht auch nicht wirklich schön aus. Der ist recht gepresst und wie ausgefranst schon, ne? Als wenn er den aufgeweitet hat und schon ja, angefangen hat, an dieser Kante was wegzubrennen. Schön ist anders. So, Kompressionstest steht jetzt noch erstmal aus, den machen wir jetzt noch. Und dann wird ja, für über Nacht die Pumpe draufstehen lassen. Dann kann man vielleicht morgen noch ein Ergebnis im Zylinder sehen, dass wir da vielleicht irgendwo einen Wassertropfen mit haben. Ja, an diesen Stellen. Das können wir mal schauen. Ja, Kompressionstest, gehen wir jetzt ran und dann gucken wir mal. Ja. Natürlich haben wir beide Einspritzdüsen abgeklemmt. Einmal die Direkteinspritzerdüsen und einmal die Vorkammer-Einspritzdüsen. Mhm. So. Dann starten. Okay.
Die Vorkammer-Einspritzdüsen, Martin. Ich bin beim Diesel, ne? Ja, genau, ja, stimmt. Ist ein Benziner, ja. Ist ein Benziner, ja. Irren ist menschlich. Ja. Okay. Gut. Ja. Ja. Gut. Okay. So. Das Resultat. Gucken wir mal. Eine Runde mit Licht. So, ohne Licht. Ohne Licht ist, glaube ich, besser. Ja, ich glaube, von daher sieht das alles schick aus. Da muss man nicht meckern. Ne? Wir haben ja auch so nicht keine großen Schäden in den Zylindern. Ne? Wir sehen ein paar kleine Laufspuren, ganz normal, Kammspuren und halt diese Wasserspuren, die eventuell auf einen Wassereintrag über die Kopfdichtung hindeuten könnten. Ja? Genau, deswegen lassen wir den über Nacht abgedruckt, um den Zylinder 4 nochmal zu endoskopieren wegen Wassereintrag. Gut. Okay, ja, dann hebt das Ding noch an. Ich glaube, du wolltest noch die Fahrwerksgeschichte durchgucken, genau. Ob man da irgendwas sehen. Und Laugrohr werden wir demontieren, für die Einspritzdüsen zu prüfen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, dass wir alle 8 Düsen prüfen, nicht nur die 4, sondern wirklich die 8. Muss nicht unbedingt Wasser für das Abbrennen einer Kerze zuständig sein, kann genauso auch der Kraftstoff sein. Genau. Von daher prüfen wir die Sachen durch, die Freigabe haben wir soweit, dass wir da auf der sicheren Seite sind. So, der Martin ist hier fleißig dabei, hier das Saugrohr raus zu operieren, damit wir uns die Injektoren mal vornehmen können zum Prüfen. Und der Martin war ja schon ein bisschen am Flug und er sagte, kein Platz, Audi ist mir lieber, habe ich mehr Platz. Ja, und er hat es trotzdem in der Hand. Ja, so halb. Nur die Einspritzdüsen, die hängen noch da unten drin. Ja, aber Saugrohr, das schlimmste Teil, womit du jetzt gerade gekämpft hast. Ne? Ein bisschen anders aufgebaut. Die anderen TFSIs oder sowas haben die Einspritzdüsen noch hier drunter sitzen. Und man kann die dann mit rausziehen. Hier ist das alles extra aufgebaut. Ja, hier kann man auch einmal schön sehen, die Klappensteuerung bei den Saugrohren. Klappen alle da. Ja. Sieht auch so recht sauber aus. Muss vielleicht noch gucken, ob da irgendwo großes Spiel drin ist. So, und hier haben wir jetzt unsere Kanäle offen stehen. Wir sehen die Blätter für die Schichtladung, sage ich mal. Unsere Metalleinschieber. Und da sitzen dann auch doch die Direkteinspritzerdüsen. Das ist jetzt das Nächste, was noch rauskommt. Und dann können wir es auf den Prüfstand packen. Jetzt sieht man auch hier wunderbar, wie sauber der innen drin ist. Ne? Also hier bei dem Motor muss man sich gar nicht die Frage stellen, ob der eine Reinigung braucht oder nicht. Ich sage nein. Okay, Martin. Dann das Railrohr raus, dann packen wir die auf den Prüfstand. Dann gucken wir mal auf den Prüfstand, ob wir an denen was sehen können. Genau. Und genauso prüfen wir auch die Saugrohrdüsen, ob die soweit okay sind. Also wir haben jetzt vom Kunden die Info, dass Zylinder 2 derjenige war, wo eine Zündkerze abgebrannt war. Und danach schauen wir jetzt auch mal, ob wir an den Düsen, an den Zylindern irgendwas Besonderes feststellen können. Gut. So, am Prüfstand stehen wir mit den Düsen. Jetzt haben wir sie ausgebaut. Der Martin hat jetzt hier die guten Vorkammerdüsen. Nein, natürlich nicht die Vor-, sondern die Saugrohrdüsen, die im Saugrohr sitzen. Genau. Vorm Einlass mit hier. Ja. Haben wir hier drauf und zugeordnet 1, 2, 3, 4. Zylinder. Und wir machen jetzt mal einen Lecktest. Geben jetzt mal 6 Bar Druck drauf. Und wir sehen, die sind alle dicht. Genau.
Also hier haben wir keine Leckagen innerhalb der Düse, dass wir dort einen Kraftstoffaustritt haben. Moment. So, wir haben jetzt 3 Millisekunden Einspritzzeit, ich gehe jetzt mal runter. So. 0,8. Eine Millisekunde. Sieht gut aus. Ja, vom Spritzbild her sehen sie alle recht gleich aus, da kann man gar nicht meckern. Und da kann man mal sehen, wie die Dinge auch da am Arbeiten sind. Man sieht wunderbar jetzt auch die Düsen, die Löcher, die Austrittslöcher. So, da haben wir alle gut arbeiten. Weitere Range mal im High. Obwohl die ja, na doch, im Highspeed, also in der Vollanreicherung, werden sie auch noch mit ihr Gutes dazu beitragen. Ich glaube, wir brauchen mal einen neuen Joystick. Ja gut, so langsam. Das ist, weil du mal so dann rumziehst, Martin. Ja. So, Highspeed. Highspeed, genau. Also bei 08 laufen alle sauber. Alle gut. Ja. Okay, also hier können wir erstmal sagen, die Saugrohrdüsen sind soweit okay. Als nächstes kommen jetzt die Direktanspritzerdüsen. Mal gucken, ob wir da irgendwas einen negativen Befund feststellen können. So, Martin hat umgebaut. Jetzt haben wir drauf die Direktanspritzerdüsen. Mhm. Und, was sagst du? Gut. Gut. So. Du sagst eben schon, mehr als 2 Düsen können wir zeitgleich nicht steuern, weil der Widerstandswert zu groß ist. Genau. Ja. Die Düsen sind auch alles die gleichen, gleiche Herstellung, gleiches Baujahr zumindest, dass da nicht schon mal getauscht wurde. So, Backtest hast du auch schon gemacht, also das sieht auch gut aus. Ja. So, das ist jetzt unsere Düse von Zylinder Nummer 2. Da sehen wir auch vom Spritzbild her, sieht die wirklich top aus, ja. Schön aus. Ne? Also hat zwischendurch immer so ein, hier in der Kamera sieht man es gut, immer so ein Zwischenpuster mit. Also nicht so 100% sauber, sage ich mal. Die Kamera fasst halt mehr als das bloße Auge. Ne? Genau. Die Kamera kriegt das eher drauf als wir. Also wir tun nächstes Mal mit Kamera prüfen. Genau. So, okay. Dann fahren wir nochmal runter in der Taktung. Ach so. Also wirklich fein sauber. Da hat man so gar nichts dran auszusetzen. Ne? Ja. Zylinder
Runde 1 hier auch. Gleiches Bild. Ja, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die Kamera die Rasterzeit anders hat, kriegt ihr es viel besser mit. Genau. Für uns sieht das alles gleich aus, ja. Und die Kamera in ihrer Aufnahme spiegelt das anders wieder. Okay, also hier Düse Nummer 1, auch gut. Ja. Können ja nochmal die 3 einzeln ansteuern. Ja. Kommt ihm auch gleich, ne? Ja. Auch wirklich gut. Die 4. Auch gut. Ja. Okay. Das, was das angeht. Ja. So, kannst jetzt noch einmal die im höheren Drehzahlbereich können wir noch jetzt einmal schauen. So, jetzt mal vergleichen, können wir mit Zylinder 2 dranhängen. Gut aus. Also gleich mit 4. Ja, auch soweit gleichmäßig. Keine besonderen, Einblicke. Wenn man mal schaut, vom Spritzbild her, sieht auch soweit gut aus. Ja. Also hier kann man nicht wirklich einen Defekt oder eine sporadische Fehlfunktion erstmal soweit feststellen. Ja. Wir tun es jetzt gleich alle nochmal einmal soweit im Feincheck anschauen, sage ich mal. Alle nochmal kurz durchprüfen. Aber ich gehe mal hiervon aus, dass wir die Düsen wieder soweit reinmachen können. Und was wir gesehen hatten, die Zündkerzen selber, die waren jetzt auch, hatten durchgegast. Ist die Frage, ob die alten vielleicht auch durchgegast hatten, weil diese Kerzen, wie wir jetzt in einem Datenblatt gelesen haben, haben eine spezielle Anzugsanforderung, also sprich anziehen, kurz laufen lassen, dass sie warm sind und dann noch einen Drehwinkel mit drauf, damit die richtig abdichten. Genau. Von daher kann es vielleicht sein, dass eine Kerze undicht geworden ist und was Falschluft gekriegt hat und dann dementsprechend dort, abgelassen hat. Also ist schwierig zu sagen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei. Ne? Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir noch irgendetwas raus. Ja. Martin hat das Ding mal hochgehoben, ja. Weil der Kunde hat ja gesagt, der hat so ein Poltern beim Fahren manchmal drin, je nach Bodenwelle, ist so ein Geräusch im Vorderwagenbereich. Genau. So, du hast mal geguckt und genau. Achse haben wir komplett kontrolliert. Antriebswellen haben kein Spiel. Traggelenke, Querlenker, oben Domlager, das sieht alles gut aus. Ja. Nur was mir hier aufgefallen ist, das Ankerblech ist ganz nah an der Bremsscheibe. Also ich brauche den wirklich
nur ein bisschen berühren. Und dann kommt der direkt an der Bremsscheibe dran. Ja. Hier auf der anderen Seite ist das anders. Da ist der Abstand viel, viel größer. Da musst du richtig drücken, bis genau. Er überhaupt mal dahin kommt. Genau. Aha. Dann, wenn ich jetzt hier drauf hau, ich weiß nicht, ob du da eingefangen bist, kommt so ein Geräusch hier raus. Ja. Hörst du das? Ja. So, hier ist der ganze Kühler los. Der ist oben am Ladeluftkühler nur eingesteckt. Also, tu jetzt noch mal bewegen, jetzt kann man es auch was sehen. Fehlt die Gummilagerung. Oh ja, da rappelt das ganze Ding da vorne. Das kann natürlich auch dann klappern und kann dann Geräusche mit erzeugen. Ne? Ja. Gut. Ja, sonst kommt man so ja auch nicht wirklich fast feststellen, was noch mit Undichtigkeiten angeht. Ne? Oder wo irgendwo eventuell ein Wasserverlust sein könnte oder. Ja, gut am Scheppern. Ja, das hörst du hier aus dem Kühler raus. Ja, man sieht auch, wie das Ding gut am Flackern, am Rappeln da ist. Ne? Ja. Gut. Sonst soweit ist alles okay. Die einen Düsen hast du schon wieder drin? Die Direkteinspritzerdüsen? Genau, die sind wieder drin. Ja. Ja, gut, was man halt noch gesehen hat von unten. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Gucken wir mal. Dass der Turbolader so leicht am Ölen ist hinten. Mal sehen, ob ich das hier so drauf bekomme. Ja, schwer zu sehen von hier. Also man sieht vielleicht, dass ein bisschen was feucht ist, was man jetzt so erkennen kann. Aber man sieht da wirklich eine deutliche Ölspur und Ölfeuchte. Und oben an der Kopfdichtung, an der Seite, am Rand, Kante zum Block, ist auch ein bisschen feucht zu sehen. Da gucken wir gleich mal mit der Kamera hin, ob man da was sehen kann. Ja. Ne? Ja. So, hier mal soweit zumindest die Injektoren wieder drin. Und ja. Mit neuen Dichtsätzen. Genau, mit neuen Dichtsätzen schon versehen. Hier habe ich die alten liegen. Schulden wir gerade. Genau. So, einmal die Teflonringe. Ja. Ja, wenn man es hier anschaut, hier, die haben schon ein bisschen was Farbe gekriegt. Ne? Also die sind schon, ja, haben schon mal gut Temperatur erlitten. Ne? Ja, also grundsätzlich können wir ja noch nicht wirklich etwas feststellen, was in Bezug auf die abgebrannte Kerze da ist. Ne? Ja. Was wir eben schon gesagt haben, die Zündkerzen mit dieser besonderen Montageanweisung vom Hersteller, von Denso. Wenn wir die neuen Kerzen jetzt bekommen, die sind bestellt, ich nehme an, dass die vielleicht morgen im Laufe des Tages bei uns eintreffen, dann kann man sich auch das Ganze mal anschauen und was auch mit diesem Teflon-Dichtring, der da mit drin wohl ist, diese ganze Geschichte. Weil wir haben auf jeden Fall, wenn man auch hier reinschaut, dass wir die unten am Kerzensitz, sieht aus wie was abgeblasen und es kann ja gut sein, dass er sich da in irgendeiner Weise Falschluft gezogen hat, was dann dafür gesorgt hat, dass die Kerze abbrennt. So direkt können wir nicht sagen, dass wir irgendwas Auffälliges gefunden haben, bis auf die Wasserflecken in Zylinder 4, was aber ja nicht unser Zylinder ist, wo die Kerze abgebrannt ist, das ist Zylinder 2. Also wir gucken noch weiter, vielleicht haben wir Glück und wir finden noch was. Aber ansonsten sind wir jetzt hier erstmal da an der Stelle, ja, können da keine definitive Aussage zu machen. Druckverlusttest. 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 Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, hier alles rot. Martin. Volles Rohrdruckverlust. Volles Rohrdruckverlust. Nein, natürlich nicht. Das war was zu weit.
Ja, sieht gut aus. Ne? So, also Druckverlust jetzt hier beim Seat einmal geprüft. Alle Zylinder, ja, 5%. 5%, also da auch kein Grund zur Sorge. Ja. Der Kunde hat es jetzt damit auf den Weg gegeben, ja, die Zündkerzen, wie die Befestigung das Ganze ausgesehen hat. Und er sagte auch beim letzten Mal, wären die wohl nicht, eventuell nicht so eingeschraubt worden, wie es hätte sein sollen. Das könnte mit ein Grund sein, dass uns da die Kerze abgebrannt ist. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Also wir können hier nichts Wirkliches feststellen. Der Kunde sagt auch, ja, bau zusammen. Ich fahre es mal, gucke es mal und ja, dann mal sehen, ob sich wieder etwas einstellt oder nicht. Im weiteren Vorfeld schauen wir auch noch, ob wir die Kerzen noch auf eine NGK-Variante wechseln können. Da warten wir noch auf Info von NGK, was hier idealerweise verbaut werden könnte. Ladungskühler nochmal anzusprechen. Von hier oben sieht man es noch besser, ne Martin, wie er am Wackeln ist. Ja, und zwar hier oben, hier drin. Weiß nicht, vielleicht kommst du mal hier rüber. Ja. Da ist der fette Ladeluftkühler dahinter und der ist gar nicht da drauf. Ja. Das ist so ein Halter, der normal hier reinkommt. Der sitzt da gar nicht richtig drin, ne? Sitzt komplett daneben. Ja. Und ja, der Kunde, haben wir das auch gesagt, mit dem Wackeln vom Kühler, sagte, ja, könnte vielleicht sein, weil der Ladeluftkühler wäre sehr groß und er hätte wohl damals schon Probleme gehabt, den hier einzubauen wohl. Und vielleicht ist da irgendwas wieder rausgerutscht oder sitzt da nicht so, wie es sein soll. Ja. Gut, ja, also Druckverlust, alles okay. Wir fangen jetzt wieder an zusammenzubauen, Saugrohr, alles rein, dass wir den ja wieder so weit ans Laufen bringen. Und dann kriegst du noch einen Ölwechsel. Und ja, dann kann der Kunde erstmal wieder damit fahren und mal das Ganze beobachten, ob wir nochmal irgendwelche Probleme, was Zündkerzen angeht, haben. Ja. So, unser Seat ist wieder am Laufen und der Martin ist jetzt hierbei, war gerade eine Runde fahren und macht jetzt noch den CO-Test. Genau, die letzte Prüfung, das ist aber alles gut. Zündkerzen haben wir ja gewechselt, auch mit einem richtigen Anzugsdrehmoment oder Drehwinkel. Und, ja. Okay. Sieht sehr gut aus. Ja. Ja. So, Motörchen läuft auch wunderschön, gleichmäßig ruhig, also kann man nicht meckern. Ja, ich glaube, da kann der Kunde erstmal so weiterfahren. Es gibt ein paar Baustellen, die bestimmt in Zukunft mal kommen werden. Aber so alles im Gesamten, sage ich mal, hat der Motor Leistung. Hat Standfestigkeit. Also da muss man wirklich sagen, Oettinger hat da gute Arbeit geleistet. Ja. Das Ding ist jetzt so 50.000 Kilometern ohne Probleme hier hingekommen. Und ich denke mal, wenn der ihn weiter so pflegt, dann schafft er auch locker nochmal das Gleiche, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Es kommt auch immer darauf an, wie man so ein Auto rannimmt, wie es angegangen wird. Ne? Gut, Martin, ich würde sagen, dann machen wir mal soweit fertig. Genau. Und ja. Ja, herrlichstes Wetter. Das Auto ist tief, da muss man ein bisschen aufpassen hier mal an der Ausfahrt. Da war die Front dran lassen. So, Tank reicht noch für 380 Kilometer, da geht ein bisschen was. Temperatur haben wir, naja, so 70 Grad auf der Wassertemperatur nach dem Martin. Hat eben noch eine CO2-Prüfung an dem Auto gemacht, ohne negativen Befund. So soll
sollte ja im Prinzip auch sein und nichts anderes wollen wir auch erwarten. Neun Zündkerzen sind drin, die sind jetzt von Denso. Zündkerzen, die also mit Drehwinkel angezogen werden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, handwarm bis auf Anschlag und dann 180 Grad weiter. Und dann kann man die ein einziges Mal eben anziehen und danach rausbauen und wegwerfen. Dann kommen neue rein. Also aufgrund des Dichtringes nicht wieder zu verwenden. Neue Zündkerzen sind jetzt drin. Öl haben wir umgeölt auf ein 20W50 Racingöl von Valvoline. Haben wir recht gute Erfahrungen mitgemacht mit Valvoline an für sich. Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Und wir machen jetzt hier unsere Abschlussprobefahrt. Für all die Leute, die sich immer wundern, warum Fahrzeuge, wenn sie sich reinsetzen, draußen ist es bitterkalt und der Motor muss eigentlich auch noch kalt sein und trotzdem wird es warm. Woran liegt das? 3, 2, 1. Am Zuheizer hinter ihrem Wärmetauscher, Heizungskühler im Fahrzeug. Wenn es draußen kälter als 5 Grad ist und die Wassertemperatur unter 60 Grad, dann ist ein elektronischer Zuheizer im Fahrzeuginnenraum, der praktisch dann wie so ein Heißluftföhn schon warme Luft ins Auto bläst. Das Ding ist ordentlich am Brummen, Sie hören das. Und das ist der Grund, warum es im Auto schon warm ist, wo der Motor noch eiskalt ist. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist das nicht immer der Thermostat, sondern ein defekter Zuheizer. Oder eine Sicherung. Oder ein Steuergerät fordert nicht an. Oder die Klimaanlage steuert nicht an. Und. So, jetzt fahren wir mit unserem Auto. Darum geht es ja eigentlich hier. Ich gebe noch ein bisschen Zeit, dass da was warm werden kann. Wassertemperatur ist schon auf 90 Grad. Das heißt aber noch lange nicht, dass unsere Öltemperatur entsprechend warm ist. Wobei nochmal, der Martin ist mit dem Ding ordentlich gefahren. Eben, und die Öltemperatur ist sicherlich auch da schon im Prinzip auf Niveau, so dass man auch mal den Gasfuß tiefer fallen lassen kann. Und jetzt rollt der Wagen vor sich hin. Wir sind zufrieden. Nichts ist auf Automatik, also dürfte auch an sein. Wir erinnern uns, dass das Auto 450, glaube ich, Pferde ohne der Haube hat. Ist unglaublich, so ein 2-Liter Motörchen, was das zu leisten und zu leiden hat, wenn man es denn nicht sachgemäß behandelt und bedient. Und wir kommen gleich auf die größere Straße. Da können wir auch mal gucken, ob das Auto hier vorwärts geht. Sie haben wunderschöne Schaltwippen hier, mit denen können Sie natürlich Ihr Getriebe entsprechend beeinflussen. Das Getriebe ist auch gechippt und entsprechend von Oettinger bearbeitet, wie auch der Motor. Und Sie kriegen also mit, wenn man aufs Gas tritt, dass das Auto vorwärts geht. So, was Sie dann knallen hören, ist immer der Turbolader. Der hat also einen Pop-Off, sage ich mal so. Der bläst allerdings, glaube ich, nach innen. Ein Ventil, wo der praktisch eine Druckentlastung macht. Deswegen haben sie da dieses Zischen drin bei den Turbos. Das gehört also auch so. Ja, ich denke, das ist ein Auto für trockene Straße. So muss man halt aufpassen, dass man auf der Straße bleibt.
Ja, und schönste Suppenwetter draußen. Also ich denke, an der Stelle können wir uns verabschieden. Auto läuft einmal frei, da gibt es nichts zu meckern. Also von der Seite Entwarnung, der Kunde hat recht, Auto läuft sehr schön, macht irre Spaß. Ich denke, wie ich es eben schon gesagt habe, auf trockener Straße ist es genau das Richtige, um Fang zu haben. Und das Auto ist Understatement pur. Also wer sich da als Porsche mit dem anlegt, könnte blamiert werden. Könnte. Kommt natürlich auch auf den Porsche drauf an. Auto ist also gut, läuft wunderbar. Wer solche Fun-Maschinen zum Spaß haben braucht, der wird auch viel Spaß haben und der Besitzer hat auf jeden Fall viel Spaß. Da bin ich mir ziemlich sicher. Motor ist gesund. Wir verabschieden uns an der Stelle von Ihnen zu Hause, sagen Gruß in die Welt, machen Sie es gut, tschüss, Seat und adios, amigos.